Hallo, liebe Leute. Was lange währt, wird endlich gut. Die Loot Crate ist da. Jawohl, ja. Und zwar ist das die Loot Crate vom August. Heute ist der 13.09. Da wird es auch langsamer Zeit, dass sie ankommt. Ich hatte mich schon beschwert bei denen. Die haben gesagt, warten Sie mal noch ein paar Tage, die kommt. Alle anderen Leute haben die schon am 2. September ausgepackt. Aber macht ja nichts, ihr habt bestimmt schon längst vergessen, was drin war. Und deswegen guckt ihr jetzt bei mir nochmal zu, ne? Die Box ist seltsam hoch. Bin sehr gespannt, was drin ist. Ja, okay. Das bin ich überhaupt nicht. Ich weiß natürlich, was drin ist. Ist ja klar. Ja. Haben halt schon so viele Leute vor mir gehabt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch trotzdem zeigen, was drin ist. Und zwar ist es ein graues T-Shirt. Ja. Na, grau ist das neue Schwarz, wisst ihr? Es ist Fruit of the Loom. Und seit einer Weile passen die mir sogar sehr gut. Vorher waren die mal ein bisschen knapp. Jetzt sieht das ganz gut aus. Das ist ein Shirt zu Archer. Archer ist eine Netflix-Serie, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine schon. Und das ist, ich glaube, so eine Agentengeschichte und das ist irgendwie gezeichnet. Ne, in diesem Stil, der jetzt hier auf dem Shirt zu sehen war. Finde ich ganz lustig, habe ich mich aber noch nicht mit befasst. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung von. Keine Ahnung. Sag ich ja, ich habe da keine Ahnung von. Das nächste, was wir haben, ist Made in China. Eine chinesische Made. Und zwar ist das sogar Original von Myra Max und es ist ein Loot Crate Exclusive. Und es gibt nichts Schöneres als gelbe Socken. Und das hier sind gelbe Socken zu Kill Bill. Jawohl. Schaut mal. Myra Max, bla. Kill Bill. Ja. Ich mag Kill Bill. Ich bin ja Tarantino-Fan von langen Zeiten schon her. Also schon immer. Ja, schon seit Reservoir Dogs und so. Und auch schon vorher True Romance und sowas fand ich auch geil. Also hat er, und hier Natural Born Killers etc. Wo er jetzt selber gar nicht Regie geführt hat, aber zumindest das Drehbuch geschrieben hat. Kill Bill Socken, ja. Es gibt nichts Schöneres als Socken, aber wieder Weihnachtsgeschenke für andere Leute, ja. Herrlich. Das Thema war Anti-Heroes, wie ich hier gerade sehe. Ja, das habe ich nur schon wieder vergessen. Und das hier ist ein Pin zum Verlieben. Die Loot-Pins werden ja immer besser und besser und besser. Und das ist hier, glaube ich, einer der geilsten Loot-Pins, die ich je gesehen habe. Guckt euch das mal an. Sylvanas Windrunner. Oh, ich finde sie geil. Sylvanas, ich bin ja alter Fan, ne, von World of Warcraft und so. Und so eine Sylvanas ist da natürlich gern gesehen. So, dann haben wir hier... Finde ich geil. Endlich mal ein Pin, den ich cool finde. Den ich sogar selber für mich benutze. Irgendwas ist hier mit der Box heute komisch. Bin ich mal sehr gespannt. Wir haben ein Item von Zack. Die sind auf Zack bei Zack. Dark Horse Comics. Und es ist auch wieder ein Loot Crate Exclusive. Sogar ein extra Sticker vorne drauf. Die rechte Hand der Verdammnis. The Right Hand of Doom. Von Hellboy. Jawohl. Was ist das, fragt ihr? Na, ich zeige euch das, was das ist. Wenn ich es dann obkriege. Ich kriege es nicht ob. Ich kriege es doch ob. So, das ist nämlich die rechte Hand des Todes. Keramik. Echt Keramik? Das fühlt sich sowas von an wie Plastik. Es steht Keramikbank drauf. Fasst sich an wie Plastik. Liegt wahrscheinlich an der Bemalung. Es ist auf jeden Fall eine Moneybank, die man unten aufmachen kann. Ich mache das jetzt nicht wie Tobi, der da eine halbe Stunde versucht hat und nicht hingekriegt hat. Ich lasse das einfach so. Ich lasse das zu. Hier kann man Geld rausholen, hier kann man Geld reinstecken und auf die Fresse kannst du damit auch geben. Puff, 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 bis er kaputt geht. Und dann gibt es richtig auf die Fresse, weil dann blutet es. Die Keramikhand. Man sieht es sofort, dass es eine Hand darstellt, ne? Ja, ich sehe schon, wie ihr alle sagt, wow, Hand. Könnte auch hier so ein Helm sein mit so einem, ne? Ja, okay, die Hand. Fans von Hellboy werden das erkennen. Nicht-Fans von Hellboy werden das nicht erkennen, aber denen ist das wahrscheinlich auch egal. Eine Hand der Verdammnis, eine Hand of Doom. Ihr wisst, der Hellboy und so, der hat so eine Hand. Na, und die ist aus Keramik, wie es aussieht. Und man kann Geld reinpacken. Ja, finde ich ganz witzig. Ich mag ja solche schwachsinnigen Items, aber naja, so zum Hinstellen. Ich mag aber Items zum Hinstellen und das ist zum Hinstellen, das ist ganz cool.
jetzt kriegen wir das nächste Ding zum Hinstellen und da bin ich schon ganz figgerig drauf, dass ich die endlich hab. Ja! Und zwar ist das wieder eine Kuhfick. Ne? Wisst ihr ja, ne? Beim Bauern nachts ab und zu mal, ne? Passiert das mal mit dem Kuhfick. Ne? Dass man da die Figur aufstellt. In seiner Wohnung. auch wieder Made in China. Es ist natürlich von Quantum Mechanics. Die machen sehr geile Figuren. Wir haben da schon ein paar von. Ich habe die da oben stehen, so direkt im Sichtfeld, weil ich die endgeil finde. Ich habe da einen Hulk und ich habe da einen Deadpool. Und das ist jetzt dann mal ein DC Pop. Q-Pop. Die heißen auch Q-Pop. Nicht überall werden die Q-Fick genannt. Also wenn du guckst bei verschiedenen Geschäften, da werden die dann auch mal anders genannt. Was haben wir hier? Ach, hier sind Instructions drin. Oh, wie toll. Aber mit einem süß gemalten Bildchen. Ne? Instructions hier, macht hier das Ding da rein und dann könnt ihr hier, ne, reinschreiben, was ihr wollt, wenn ihr das abpeelt. Das kann man nämlich abpeelen. Ne? Hier ist nämlich so ein Schild mit dabei, das man damit reinpacken kann. Das ist bei einigen dieser Q-Fix so, nicht bei allen. Ne? Und da kann man dann das abziehen und da kann man dann selber drauf schreiben, hallo, ich hab dich lieb oder verpiss dich, du Stinker. Wie auch immer. Das geht alles. Und jetzt holen wir den mal raus. Komisch, bei anderen Leuten war der zugeklebt. Ich werde das Ding ohne Schild auch stellen. Ich finde das mit dem Schild, glaube ich zumindest, ich finde das mit dem Schild nicht so dolle. Aber das ist auf jeden Fall eine fantastische, ihr müsst sie sehen. Schaut sie euch an. Harley Quinn mit ihrer Hyäne. Ja, und dem Hammer. Hey, Pudding. Und der Hammer ist ziemlich locker. Ja, den kann man dann noch so ein bisschen, wie man ihn gerne möchte, ne? Aber so ist wahrscheinlich in Ordnung. Das ist halt die Frage, wie man ihn da gerne möchte. Der ist halt locker da drin. Und die Figur von Harley sieht echt schnieke aus, ne? Also das kann sich mal echt blicken lassen. Das ist eine geile Figur. Ich stehe auf die Q-Fix. Ich mache das mal mit dem Hey Puddin-Schild. Mal sehen, wie das aussieht. Ne, ich mache das aber nicht ab und schreibe da rein, hallo, hier ist euer Silent Mike, das lassen wir. Sondern wir machen das auch nur so und stellen das auf. Ich habe gesehen, es gibt davon eine neue Figur zu Poison Ivy. Die ist sogar beleuchtet. Die hätte ich auch gern. Die wird da aber nicht drin sein. Ja, und dann ist das halt so mit dem Schild halt, ne? Hey, Pudding und so. Ja, vielleicht stelle ich es auch mit dem Schild auf. Das war der Bildschirm schon, ne? Ihr wisst Bescheid. Ne? Die Instructions haben auf der Rückseite nochmal schön das Harley-Dingenskirchens. Und dann kann man sich das so ins Regal stellen, wenn man will. Oder in der Box. Also das sind jetzt Figuren, die sammle ich wirklich außerhalb der Box. Ich bin ja sonst auch eher ein Inbox-Sammler, aber ich finde, die muss man sich einfach so hinstellen. Ne? So. Harley Quinn, und zwar in der klassischen... Aua, jetzt schneide ich mich noch am Kopf. Ich will mich nicht immer schneiden. In der klassischen Harlequin-Version. Es gibt nämlich auch, und die habe ich auch schon gesehen, die möchte ich auch ganz gern haben. Die gibt es gerade bei Pop Culture zum Vorbestellen und auch in anderen Geschäften zum Vorbestellen. Aber die Dinger kosten um die 20, 22 Euro ohne Versand. Da gibt es nämlich noch diese Harley Quinn aus Suicide Squad, wenn ihr gucken wollt. Die kann auch was. Die hätte ich auch gern. So, was haben wir hier jetzt noch? Was zum Geier? Ihr wisst ja, die Boxen falten sich immer in irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, in was sich diese Box hier faltet, aber das sieht so aus, als wenn das diesmal mit Technik ist. Bin mal echt gespannt. Steht jetzt im Lootbook drin? Muss man eben mal gucken. Looter des Monats, ich bin nicht dabei. Halo Gear, es gab eine Halo Crate, dann so ein paar Anime-Expo-Bilder von irgendwelchen Cosplayern, finde ich sehr cool. Dann geht es hier um die Anime-Crate. Hier ist ein kleines Comic. Oh, geil. Hier ist ein Comickchen drin. Das ist auch neu. Das haben sie sonst auch nicht. Ja, hier ist Suicide Squad Comic Rebirth. Ja, das geht ja jetzt los. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch schon rauskommt, Rebirth. Hier die Slam-Crate. Juhu, genau die Crate, die in Deutschland nicht rauskommt für alle WWE-Fans. Man kriegt sie nicht in Deutschland gekauft. Das ist etwas blöd. Ah, die Socken, ja, okay. Das T-Shirt, aha. Normal haben die immer eine Anleitung drin. Also wenn es irgendwas zum Falten gibt... Ah, da ist doch was zum Falten. Transform your crate. Flatten, flip over. Flip the insert and handle. Hold the box inside and before closing the lid, push them. Tada. Und was habe ich dann? Ah! Okay. Wie dumm. Und ich bin auch noch zu doof, das hinzukriegen. Weil das geht nämlich irgendwie so... gucken wollt, das ist der Hammer diesmal mit der Box, das ist echt der Hammer. Ich muss euch das unbedingt zeigen. Ja, ich mal gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Irgendwie nicht. Soll das gehen, ey? Da hat man schon in die Anleitung geguckt, ne? Kriegt das trotzdem nicht auf die Reihe. Hier war doch die Anleitung eben hier, Pimmelköbel.
Ach so, ja, okay. Mhm, Nee, ist gut. Ist klar, ist klar. Wir kriegen das hin. Ich mach das mal auf den dilettantischen Weg. Ich mach das mal auf den dilettantischen Weg, ne? Und dann kann man das hier so... Ach nee, ich mach das nicht. Komm, Leute. Vergesst es. Ich zeige euch einfach, was das wird. Es wird ein Hammer. Die Box wird zu einem Hammer. Ne, das lassen wir. Das lassen wir. Wir lassen das einfach mal so. Ich wollte die Box sowieso benutzen, um sie zu verschicken jetzt nochmal für ein paar andere Sachen. Deswegen habe ich hier nur den Stab von dem Hammer. Hau mir damit auf die Birne. Aua. So, und das war's. So. Loot Crate. Ja, wie immer, sehr geil. Allein schon wegen der Q-Fig. Ich stehe auf die Dinger. Die sind allein schon das Geld wert. Diesmal kam sie sehr spät. Wurde vom Paketboten geliefert, von DHL. Und ich musste nachzahlen. Das ist bedauerlich. Ne? Aber was soll's. Ich habe auch noch was anderes Schönes bekommen, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Und da habe ich sogar darum gebeten, dass man es mir in dieser Kiste schickt. Und zwar ist das die Limited Edition League of Legends Collectors Box. Und das ist eine Funko-Box, die bei GameStop exklusiv rausgekommen ist. Ich habe nicht alles aus dieser Box, weil mich einige von den Sachen, die da rauskamen, nicht so interessiert haben. Aber ich habe zumindest eine Sache aus dieser Box und die finde ich ganz, ganz toll. Denn das ist... dieser graue Karton, der gar nicht grau, sondern braun ist. Ja, und ich fand die Box total geil. Also das war mir auch super wichtig, dass ich diese Kiste habe. Ja, warum? Ne, warum stellt ihr den Karton? Seht doch mal, da ist Amumu drauf. Der sieht toll aus. Ich finde den super. Ich mag den optisch. So, und hier dürfte jetzt theoretisch eine Funko Pop-Figur drin sein, die ich euch auch noch schnell zeigen will. Und zwar ist das eben jener Amumu. Guckt mal. Er ist so traurig, der kleine Amumu. Einer der wunderhübschesten Pops, die ich je gesehen habe. Und ich liebe ihn jetzt schon. Amumu. Oh, man möchte ihn in den Arm nehmen und streicheln. Nein, und trösten. Der kleine, traurige Amumu. Sniff. Ich finde den toll. Ganz, ganz toller Pop. Schönen Dank nochmal, ne, an den Verkäufer. Es klingelt, ich muss aufmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.